Metal Dungeon ist ein klassischer Dungeon Crawler, in dem wir uns eine fünfköpfige Heldentruppe zusammenstellen aus unterschiedlichen Nah- und Fernkämpfern sowie Magiern, die wir dann auch noch mit den unterschiedlichsten Ausrüstungsgegenständen und Charakterwerten tunen können. Ein zehnstöckiger Dungeon in Form einer gigantischen Waffenfabrik, angefüllt mit sogenannten Weapon Monsters, wartet darauf, von uns bereinigt zu werden. Epische Schlachten und verzwickte Dungeon-Herausforderungen warten darauf, von uns gelöst zu werden. Gut vorbereitet betreten wir mit unserer Gruppe die erste Ebene. Im Fahrstuhl nach unten bekommen wir noch die unheilvollen Ratschläge bereits vorangegangener, aber gescheiterter Heldengruppen mit auf den Weg. Area 1. I don't know who's listening to this recording, but welcome to the Metal Dungeon. I'm really glad to have daredevils like you in this filthy den of weapon monsters. First of all, let's go through the very basics of what the Metal Dungeon is. Werden wir diesem Abenteuer mit unseren spielerischen Fähigkeiten gerecht werden? Vorsichtig schreiten wir durch die unheilvollen, labyrinthischen, metallischen Gänge und treffen auf unseren ersten Kampf. In Form einer durch den Level fliegenden Drohne. Was wird sich hinter ihr verbergen? Dramatisch wird der Kampf in klassischer Art durch eine Kamerafahrt und Musik eingeläutet. Und nun werden wir endlich gar nichts tun, denn der Kampf läuft völlig automatisch und von allein ab. Ich konnte es damals echt nicht fassen, als ich das Spiel das erste Mal ins Laufwerk gelegt habe und dachte mir, die Entwickler wollen mich doch verarschen. Das konnte doch jetzt in der Entwicklung des Spiels nicht mehr der Aufwand gewesen sein, noch die Attacken selbst auswählen zu können als Spieler. Es ist ja alles vorhanden. Damals habe ich das Spiel erstmal wieder ausgemacht, um mich zu sammeln. Das konnte doch nicht wahr sein. Folgerichtig schrieb die Maniac damals, zur Strafe für die langweilige Idee, alle Kämpfe selbsttätig ablaufen zu lassen, sollte man die verantwortlichen Entwickler von Metal Dungeon nicht unter 3 Jahren verurteilen. Aber am Ende des Tages, jetzt mal ehrlich, spielt das wirklich eine Rolle? Benutze ich bei einem typischen JRPG mit Rundenkampfsystem nicht auch immer dieselben Standardattacken und erlebe die Progression lediglich durch das Leveln meiner Charaktere und das Ausrüsten von Gegenständen? Wenn wir ehrlich sind, in den meisten RPGs klassischer Machart ist es genau so. Ob ich nun im Menü aktiv Angriff auswähle oder das Spiel das für mich automatisch macht, das ist doch völlig egal. Vor einigen Monaten habe ich Legaia 2 im Rückblick besprochen, das ist das andere Extrem. Dort muss man für jede ausgewählte Attacke erst noch eine Combo auf dem Steuerkreuz drücken. Das ging mir ehrlich gesagt irgendwann ganz schön auf die Nudel. Hier in Metal Dungeon kann ich, wenn ich will, sogar die Kampfanimationen ausschalten und den Kampf so beschleunigen, dass fast nichts mehr zu sehen ist. Wenn man sich darauf einlässt, dann wird Metal Dungeon nach dem ersten Schock wirklich zu einem interessanten Spiel. Klar, die Grafik und das allgemeine Design muss man auch noch überwinden, aber mir hat das ehrlich gesagt ganz gut gefallen. Es ist eben ein Metall-Dungeon mit abgefahrenen Charakterklassen und Gegnern. Gameplay-technisch finde ich das Spiel wirklich interessant. Unsere Aufgabe besteht darin, eine Heldengruppe durch insgesamt 10 Ebenen zu treiben. Jede Ebene kann dann noch aus mehreren Stockwerken bestehen. Der Vollständigkeit halber, es gibt insgesamt 100 spielbare Ebenen, aber die anderen 90 sind Bonus und sind Spiegelungen der ersten 10 mit härteren Gegnern. So durchstreifen wir also im ersten Level das metallische Labyrinth und kämpfen gegen die stets als Drohne sichtbaren Gegner, öffnen Kisten und machen uns vor allem auf die Suche nach dem Aufzug zum nächsten Stockwerk und den Kontrollräumen. In den Kontrollräumen aktivieren wir dann Pulte, die wiederum im Verbund den Zugang zum Boss des jeweiligen Stockwerks freigeben. Jedes Mal, wenn wir den Dungeon verlassen und zurück in die Stadt gehen, wird das Dungeon-Layout zufällig neu generiert. Da die Gegner echt schwer sind und klassische Heiltränke nicht an jeder Ecke rumliegen, sollte man erstmal ordentlich leveln und dann, wenn die Gegner kein Problem mehr darstellen, den Run zum Boss fahren. Aufgelevelt wird in der Stadt, dafür setzt man Fähigkeitspunkte und Geld ein, um die Charakterwerte zu steigern und sich mit nützlichen Hightech-Gegenständen einzudecken. Hier können wir auch den Zustand unserer Party speichern. Wie im Klassiker Bard's Tale speichern wir nämlich lediglich den Zustand unserer Party.
Die Dungeons bleiben immer gleich bzw. werden jedes Mal beim Betreten neu zufällig generiert. Lediglich der Zugang zu den bereits freigeschalteten Stockwerken nach Besiegen des Levelbosses merkt sich das Spiel noch zusätzlich. So können wir also auch jederzeit mit unseren Charakteren experimentieren und neu erschaffene Helden in unsere Party aufnehmen, bis wir die Kombination haben, die uns am effektivsten erscheint. Und das macht nach ein paar Stunden Eingewöhnungszeit echt Spaß, weil der Ausbau der Charaktere durch eine Vielzahl an Charakterwerten und Ausrüstungsgegenständen echt vielfältig ist. Zudem sind die Klassen angelehnt an typische Archetypen, doch sind sie dem Sci-Fi-Setting entsprechend benannt. So gibt es zum Beispiel den Fencer, den typischen Tank für die erste Reihe, der ein Schwert schwingt und auf Attack und Physis gelevelt wird. Für die hintere Reihe bieten sich die Klassen Analyzer und Caster an. Der Analyzer sorgt dafür, dass man die Hitpoints der Gegner angezeigt bekommt und hat eine Laserwaffe zur Hand, mit der er auch aus der hinteren Reihe angreifen kann. Nahkämpfer braucht man dort also gar nicht erst platzieren. Und der Caster kann natürlich zaubern. Was aber gerade zu Beginn echt haarig ist, da sie kaum Zaubersprüche zur Verfügung haben und mega schwach sind. Man sollte sich erstmal eine starke Vierergruppe zusammenstellen und dann kann man einen Caster mitschleifen und so auf leichteren Ebenen aufleveln. Sofern man unbedingt einen Caster dabei haben möchte. Dadurch, dass die Gegner echt schwer sind und man hart grinden muss für Erfahrungspunkte, Geld und Gegenstände, fühlt es sich sehr befriedigend an, wenn man seine Party dann irgendwann so weit hat, dass sie durch den Level wie Butter schneidet und den Boss legt. Und auch wenn man bis auf die Zauber und den Einsatz der Items im Kampf nichts selbst kontrolliert, ist es aufregend, der Party im Kampf zuzusehen und mitzufiebern. Da ärgert man sich, wenn der Gegner einen Flächenzauber ausführt und so auch die hintere Reihe verletzt. Oder wenn einer der vorderen Nahkämpfer lieber den nächsten Gegner mit vollen Hitpoints angreift, statt den mit nur noch einem Trefferpunkt erstmal wegputzt, damit der nicht mehr zuschlagen kann. Und hat man den ersten Level erstmal geschafft, zieht Metal Dungeon sogar noch eine Besonderheit aus dem Hut. So hat nämlich jeder Level eine besondere Fiesigkeit parat, mit der man sich auseinandersetzen muss. So muss man im zweiten Level zum Beispiel nur noch einen Kontrollraumschalter aktivieren, um Zugang zum Boss zu bekommen. Aber der Weg dorthin ist ein Labyrinth aus Teleportern. So gibt es immer wieder die Wahl zwischen zwei Teleportern. Einer führt in den nächsten Raum, der andere zurück an den Anfang des Levels. Hier heißt es, durch Trial and Error herauszufinden, welcher Teleporter euch wohin bringt. Hier heißt es am besten mit kartografieren. Netterweise wird euch zu Beginn der jeweiligen Ebene im Fahrstuhl per Sprachnachricht kurz mitgeteilt, was euch für eine Gemeinheit erwartet. Vorangegangene Abenteuergruppen berichten hier von ihrem Scheitern. Welcome to Area 3. This area will be your worst nightmare. I still feel sick. We barely escaped this area and it was pure luck. Ich habe einige Stunden Metal Dungeon gespielt, mich dabei bis in die dritte Ebene vorgekämpft und bin echt motiviert, mich noch weiter vorzuarbeiten, um die nächsten Gemeinheiten in den unteren Stockwerken zu sehen und meine Party weiter auszubauen. Wer mit dieser Art Rollenspiel etwas anfangen kann und wie ich ein Faible für das schmutzige Sci-Fi-Setting hat, der sollte ruhig mal einen Blick auf diesen Xbox-Exklusiv-Titel werfen. Trotz seiner Trashigkeit kann es ein wirklich faszinierendes Spiel sein, bei dem es sich lohnt, ein wenig Zeit zu investieren.